Das Thema heute Abend ist die Speisekarte Gottes. Und wie gesagt, das ist ein biblisches Thema. Wir wollen also mal die Bibel ein bisschen studieren und dann vergleichen mit der Wissenschaft und auch, was die Welt heutzutage so glaubt diesbezüglich. Wir wissen ja, dass die christliche Welt heute nicht mehr an das Rein-Unrein die rein-unrein Auseinandersetzung in der Bibel sich festhält, denn sie glaubt, dass das aufgehoben wurde durch Jesus. Die jüdische Welt dagegen hält sich noch dran und viele, viele Völker in der Welt haben die gleichen Gesetze in ihrer religiösen Lehre. Zum Beispiel Islam hat auch fast die gleichen Gesetze, die Sittengesetze. Und auch andere Völker haben bestimmte Ernährungsvorschläge in ihrer Religion. Das Thema rein, unrein ist schon ein interessantes Thema und man fragt sich, ob es wirklich so ist, dass es aufgehoben wurde durch Jesus Christus. Wir lesen hier im Korintherbrief, dass Paulus sagt, was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen in gemein? Denn wir sind der Tempel des Heiligen Gottes. Und Gott sagt, zitiert Paulus, ich werde leben mit ihnen und wandeln unter ihnen, I will walk among them, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist Neues Testament und Paulus zitiert. Und dann sagt er, darum kommt aus ihnen heraus und sondert euch ab. Und fasse nichts Unreines an und ich werde euch aufnehmen. Ich will ein Vater zu euch sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der allmächtige Herr. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament etwas über rein und unrein. Und dann sagt er in Kapitel 7, weil wir ja diese Versprechen, diese Verheißungen haben, liebe Freunde, lasst uns uns selbst reinigen von allem, was den Körper schädigen könnte und den Geist, um die Heiligkeit nachzugehen, mit der wir vor Gott erscheinen müssen. Mit anderen Worten, er sagt, wir sollten uns fernhalten von dem, was dem Körper Schaden antun könnte, und wir sollten uns fernhalten von dem, was dem Geist Schaden antun könnte. Das heißt für mich ganz einfach, ich sollte zum Beispiel mir keine Drogen reinspritzen. Ich sollte zum Beispiel nicht etwas essen, was mir schädlich ist. Und wenn ich bei einer Magazine vorbeilaufe oder einer Zeitschrift, wo alles nicht so in Ordnung vorne drauf ist, dann muss ich lieber auf die andere Seite gucken, so ungefähr. Natürlich, manchmal, zum Beispiel, wenn man krank ist, dann muss man auch mal Medikamente zu sich nehmen. Also nicht in dem Sinne, wie viele es so fanatisch auslegen, dass man auch nicht der Gesundheit wegen, sagen wir mal, eine Medizin nehmen dürfen. Das meine ich heute Abend nicht. Aber im Lebensstil, gesund leben für den Körper und für den Geist scheint recht biblisch zu sein. Und wenn wir den ersten Konzil der Christen betrachten, dann ist da etwas ganz Interessantes. Als die Heiden sich zum Christentum bekehrten und sie mussten jetzt Entschlüsse fassen, ob sie die jüdischen Gesetze auch halten sollten oder nicht, da haben sich die Jünger zusammengesetzt und haben einen Entschluss gefasst. Und es heißt hier in der Bibel, dass wenn die Heiden sich zu Gott wenden, dann sollten wir ihnen sagen, dass sie sich fernhalten sollten von Essen, das durch Idole, durch
andere Götter verunreinigt ist, von Immoralität, vom Fleisch, das verwirkt ist, und von Blut. Jetzt, das waren Teile der jüdischen Gesundheitsgesetze. Also das galt von zu dem Rein- und Unrein-Gesetzen. Und warum? Denn Mose ist ja ihnen gepredigt worden von Stadt zu Stadt, von den frühesten Zeiten, und ist auch gelesen worden in den Synagogen. Noch heute eigentlich halten sich die Völker ringsherum Israel auch an die mosaischen Gesetze, schon in einer geänderten Form, aber sie sind eigentlich gleich. Also hier haben sie sich entschlossen, dass man kein Fleisch essen sollte, das verwürgt wurde, also kein Tier, das verwürgt wurde, das kommt direkt aus den biblischen Gesetzen heraus. Auch kein Blut sollte man essen, das kommt auch direkt aus den Gesetzen heraus. Und sie sagen nicht viel mehr, denn sie sagen, Moses ist ihnen ja bekannt, also den Rest müssten sie ja eigentlich kennen. Das Einzige, womit Paulus sich nachher mit den Führern auseinandersetzte, war dieser eine Punkt hier, dass sie kein Fleisch essen durften, das Götzen geweiht war. Denn Paulus hat später behauptet, wir wissen ja, dass es die Götzen überhaupt nicht gibt. Und wenn ich diese Götzen nicht akzeptiere und ich weiß, sie bestehen nicht, wenn etwas ihnen geweiht ist und ich bekomme das auf meinen Tisch und es ist rein nach all den anderen Gesetzen, dann sage ich ein Gebet und dann kann ich es ruhig essen. Wenn mein Glaube schwach ist und ich denke, dieser Götze hat das bezaubert, naja, dann esse ich es lieber nicht, hat er gesagt. Also da sind schon einige Dinge, womit Paulus sich dann auseinandergesetzt hat. Aber hier ist eigentlich nichts drin in diesem Entschluss, welches die Rein- und Unrein-Gesetze aufhebt. Ein Text, der oft gebraucht wird in diesem Zusammenhang, das ist so ein typisches amerikanisches Dia. Ich weiß nicht, ob Petrus wirklich so fast hässlich aussah, dürfte ich sagen. Naja, aber es gilt zur Illustration. Petrus, 3,5 Jahre nach dem Tode Christi, liegt oben auf dem Dach und er hat eine Vision von einem gefüllten Laken, das runterkommt, und innen drin sind viele unreine Tiere, und er hält den Befehl, Petrus, nimm und iss. Und ich sah den Himmel geöffnet und ein Tuch kam herunter, ein großes Tuch, an den vier Ecken fest, und es wurde herabgelassen auf die Erde. Und in diesem Tuch waren viele Tiere, vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Dinge und die Vögel der Luft. Alles, was so im levitikalen Gesetz als unrein erklärt wird. Und eine Stimme kam zu mir, steh auf, Petrus, töte und iss. Jetzt, das sind 3,5 Jahre nach der Kreuzigung Christi. Und Petrus hatte ja auch gehört, dass Jesus gesagt hatte, es ist nicht, was in den Mund hineingeht, was unrein ist, sondern was da rauskommt. Und man würde meinen, dass Petrus sich umgestellt hätte, wenn die Sittengesetze nicht mehr existierten. Aber Petrus antwortet folgenderweise. Aber Petrus sagte, nicht so, Herr, not so, Herr, Lord. For I have never eaten anything that is common or unclean. Ich habe noch nie etwas gegessen, was unrein und allgemein ist. Das habe ich noch nie getan. Nicht so, Herr. Ich tue es nicht. Aber die Stimme sprach wieder zu ihm und sagte zum zweiten Mal, was Gott rein gemacht hat, das darfst du nicht unrein nennen. Und dann passierte das dreimal. Jetzt, man würde eigentlich meinen, dass Petrus dann den Auftrag erfüllen würde und zum nächsten unreinen Metzger gehen und sich was Unreines da
kaufen, schlachten und sofort verzehren würde. Aber tut's nicht. Vers 17, und Petrus dachte über dieses Bild nach. He doubted. Er hatte, wie sagt man da in Deutsch? Zweifel über dieses Bild. Und er dachte, was heißt denn diese Vision? Was bedeutet denn das überhaupt? Und gerade dann kamen die Leute von Cornelius zu Petrus. Jetzt Cornelius war ein Hoher unter den Römern. Und nach jüdischem Gesetz war es einem Juden verboten, um mit einem Nichtjuden gemeinsame Sache zu machen. Es war verboten, zu ihm ins Haus zu gehen, denn der Nichtjude war unrein in den Augen der Juden. Aber Cornelius schickt seine Männer, seine Leute, um Petrus zu holen. Und Petrus geht mit. Gut. Wir springen ein bisschen weiter. Und wir gehen zu Vers 27 und 28 in Kapitel 10 von Apostelgeschichte. Und Petrus besucht jetzt Cornelius und er sprach mit ihm und ging hinein in das Haus und dann sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass es gegen unser Gesetz ist, dass ein Jude mit einem Nichtjuden oder einem von einer anderen Nation zusammenkommt. Und dann ganz wichtig, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen unrein nennen darf. Mit anderen Worten, das, was er gesehen hat, dieses Gesicht, diese Vision, hat nichts mit dem Fleisch zu tun, sondern eher etwas mit der Einstellung des Menschen und der Juden, dass die anderen, die Nichtjuden, die Heiden, unrein waren. Und das ist der erste Auftrag, dass das Evangelium auch an die Heiden gehen muss. Wir wissen, dass Gott dann auch den Apostel Paulus gerufen hat und ihn ganz besonders beauftragt hat, um das Evangelium zu den Heiden zu nehmen. Und hier ist eigentlich die Antwort. Von wegen, dass da irgendeine Sprache ist, dass das Gesetz rein oder unrein nicht mehr existiert. Hier ist kein Wort davon, dass das Gesetz nicht existiert. Im Gegenteil, Petrus sagt, nein, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. 3,5 Jahre nach Christi Tod. Und dann, als er das dreimal sah und immer wieder hörte, nicht, das ist unrein, was du denkst, sondern was anderes. Überleg da, was heißt das denn jetzt eigentlich, diese Vision? Und das ist die Antwort. Gott zeigt ihm, dass die Menschen nicht unrein sind. Hat also nichts mit Essen und Trinken zu tun. Jetzt die Frage ist, wie steht's denn heute mit rein und unrein? Ich möchte hier was ganz anderes mal machen und diesen Text mit euch besprechen, wo Jesus spricht und sagt, Mose erlaubte euch, dass ihr euch scheidet von euren Frauen, weil eure Herzen hart waren. Jesus sagt hier zum Beispiel, es hat jetzt nichts mit rein und unrein zu tun, aber Jesus sagt zum Beispiel, ich sage euch, ihr sollt nicht euch scheiden, ihr sollt zusammenbleiben mit euren Frauen. Und dann fragen sie ihn, aber ja, warte mal ein bisschen, Mose hat gesagt, wir dürfen uns scheiden, wenn die Frauen einen Brief bekommen. Das muss man es wenigstens auf Schrift stellen, was da verkehrt war mit der Frau. Aber Jesus sagt, Moses hat das erlaubt, weil eure Herzen so hart waren. Ich sage euch aber, dass irgendeiner, der sich scheiden lässt von seiner Frau, durch irgendeinem Grund außer Unzucht und eine andere heiratet, der begeht Untreue. Und die Frage ist, die wir hier haben, ist, warum ist das für uns wichtig in der jetzigen Zeit?
Die Antwort liegt darin, dass Jesus sagt, es war nicht so von Anfang an. Es war anders von Anfang an. Vielleicht war es auch anders, was unsere Ernährung betrifft, denn die Frage, die ich mich immer gefragt habe, warum gibt es überhaupt rein und unreine Tiere? Also wir gehen mal ganz zum Anfang und fragen mal die Bibel, wie sah es denn aus ganz am Anfang? Weil die Bibel sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Das Gleiche war am Anfang mit Gott. Mit anderen Worten, Jesus Christus, das Wort, ist Gott und war von Anfang an gegenwärtig. Und im Hebräer 1, Vers 2 steht geschrieben, er, Jesus Christus, schuf die Welten. Also alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus Christus geschaffen. Im 1. Mose 1, 14 bis 18 haben wir die Geschichte von den Lichtern in den Himmeln, die Gott geschaffen hat. Der ganze 1. Moses über die Schöpfung ist ein fantastischer Chiasmus. Da haben wir in den ersten Tagen, in den ersten drei Tagen die verschiedenen lebenden Plätze oder die Plätze, wo Leben entstehen soll oder wo etwas existieren soll, werden geschaffen am ersten Tage, in den ersten drei. Und dann in den nächsten drei wird etwas hineingelegt in dem, was vorbereitet ist für die Schöpfung. Also zuerst die Sonne, der Mond und alles andere geht in den Himmel. Und dann werden die Wasser geschaffen und die Luft geschaffen und dann die Erde mit den Pflanzen. Und dann geht etwas hinein. Es werden die Vögel, alles was fliegt, geht in die Luft hinein. Es werden alles was schwimmt, geht ins Wasser hinein. Und am sechsten Tage alles was auf Land wohnt, geht aufs Land. Und Johannes 1, Vers 3 sagt, alle Dinge, die geschaffen wurden, wurden durch ihn geschaffen und ohne ihn wurde überhaupt gar nichts geschaffen. Nichts wurde gemacht. Mit anderen Worten, von Anfang an ist alles durch Jesus Christus geschaffen worden. Also das Wasser unter dem Himmel ist zu einem Platz hin, die Erde entstand, die Pflanzen da drauf und er hat diese Welt geschaffen, nicht damit sie leer und öde ist, Jesaja 45, Vers 18, aber er hat die Erde geschaffen, damit sie bewohnt wird. It had to be inhabited. Also diese Erde hat einen Zweck und das ist, um die Krone der Schöpfung, die Menschen glücklich zu halten und beschäftigt zu halten und im Einklang mit ihrem Gott leben zu lassen. Und wie stand es denn um die Pflanzen und alles, was nötig war, um Leben überhaupt aufrechtzuhalten? 1. Mose 1, Vers 11. Und das feste Land produzierte die Vegetation, die Pflanzen. Alles, was Saat hat, Saatpflanzen und Bäume, und Früchte und alles nach ihrer Art und es war so. Und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, Vers 12. Also ich muss annehmen, am Anfang war alles perfekt. Und heute ist alles weniger als perfekt. Und heute ist alles nicht so, wie es von Anfang an war. Also die Frage, die wir uns fragen müssen, wie war es denn eigentlich von Anfang an? Und wo können wir etwas lernen aus der Schrift? Also im Wasser wurde dann hineingesetzt, alles was schwimmt, jedes Tier, jedes Lebewesen im Wasser. Ob das jetzt Säugetiere waren oder Fische, das ist gleich. Wir haben ja gesehen in den Vorträgen über die Evolution, dass da zwischen einem Walfisch oder einer Robbe und einem Landtier, obwohl sie Säugetiere sind, keine Fossilienverbindung ist.
Es ist also wirklich so, als ob sie plötzlich erscheinen und da sind. Die Paläontologie bestätigt, dass da überhaupt keine Verbindung zwischen Landorganismen sind und denjenigen, die im Wasser sind. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass alles hier, was schwimmen kann und leben kann im Wasser, an diesem Tage im Wasser gegenwärtig war. Und dann die Krönung der Schöpfung. Lasst uns den Mensch machen in unserem Gleichnis. Im Gleichnis Gottes hat er ihn geschaffen, den Menschen. Männlich und weiblich hat er den Mensch geschaffen. Wir haben auch in dem Vortrag über Evolution, Entstehung der Arten gesehen, dass männlich-weiblich nur ein Ziel hat nach Wissenschaft, und das ist, um größere Variation zu bewirklichen in dem Nachgeschlecht. Also männlich-weiblich in sich selbst konnte nur entstanden sein nach der Wissenschaft durch Zufall oder durch Schöpfung. Der natürliche Auslese hatte da überhaupt nichts damit zu tun. Der natürliche Auslese hat nicht funktioniert auf dieser Ebene. Genesis 1, Vers 28, der Mensch musste fruchtbar sein, er musste sich vermehren, er musste herrschen über diese Welt, have dominion over it, und über alles, was lebt, musste der Mensch herrschen. Und dann, was war da zu essen? Und wir fragen die Bibel, wie war es von Anfang an? Und Gott sagte, ich gebe euch jede Pflanze mit Saat. Auf dem Gesicht der ganzen Erde, every seed bearing plant, also alles, was Saat hat, das soll euer Essen sein. Und jeden Baum, der Früchte mit Saat in sich hat. Also was war die ursprüngliche Nahrung der Menschen? Alles, was Saat ist, also Getreide, Hülsenfrüchte, das sind alles Saatformen. Alle Bäume mit Früchten dran, also alle Fruchtarten, die an Bäumen wachsen. Nüsse zum Beispiel gehören auch zu dieser Gruppe. Wir wissen zum Beispiel, dass Nüsse, sagen wir mal, die Mandel, gehört zur gleichen Familie, Rosaceae, wie, sagen wir mal, die Aprikose, ist der gleiche Stamm. Also die ursprüngliche Nahrung war alle Saatarten, also Getreide, Hülsenfrüchte, alle Früchte, Nüsse und so weiter. Und dann, was von dem Rest? Die werden eure Nahrung sein. Also die erste Nahrung nach der Bibel war vegetarisch. Und die Tiere auf dem Felde und allen Vögel in der Luft und alles, was auf der Erde rumkriecht, was haben die zu essen bekommen? Alles, was lebt, alles, was Odem in sich hat, gebe ich die grünen Pflanzen zum Essen. Also ihr jungen Leute, den Brokkoli braucht ihr nicht mehr im Himmel verzehren. Denn das waren die grünen Pflanzen auf der Erde. Also die ursprüngliche Nahrung hatte keine Pflanzen mit einbetrachtet oder mit eingeschlossen, die auf der Erde wuchsen. Also alles Kraut, alle Gemüsearten und vielleicht auch Pflanzen, die fruchtartige Früchte trugen, die nicht Bäume waren, denn es sind ja die Bäume, die Früchte haben, die in der ursprünglichen Nahrung drin waren. Also ganz eindeutig, die erste Ernährung war vegetarisch. Wir wissen auch, dass fast 70%, das hört sich vielleicht hoch an, aber es ist so, fast 70% der Menschenbevölkerung ernährt sich vegetarisch. Wenn wir an die Milliarden denken in Indien, die hauptsächlich Vegetarier sind, wenn wir an ganz Zentralchina denken, mit ihren Milliarden, die sich zum größten Teil nur vegetarisch ernähren, nur rund um die Küste gibt es natürlich auch andere Nahrungsmittel, in China zum Beispiel.
Aber im mittleren Bereich, wo der größte Teil der Bevölkerung wohnt, ist es rein vegetarisch. Interessant, im Inland essen sie hauptsächlich die Sojabohne und an den Küsten meist Reis. Und im Inland sind sie beträchtlich größer als an der Küste. Aber an der Küste essen sie auch andere Dinge, die nicht immer so im Rein-Unrein-Kapitel gut hineinpassen. Da wollen wir ja nicht zu viel drüber reden. Naja, in Afrika, der größte Teil ist eigentlich vegetarisch. Die Menschen haben wohl Rinder und so weiter und schlachten sie auch. Aber in den ärmeren Gebieten und einige Stämme sind total vegetarisch. Da werden viele Hülsenfrüchte gegessen, so dies ist ein typischer Afrikamarkt. Und die Himmel und die Erde waren daher fertig und alles, was da drin war. Und am siebten Tage endete Gott sein Werk und er ruhte am siebten Tage von allem, was er geschaffen hatte. Wenn wir jetzt rein wissenschaftlich den Menschen betrachten, wozu ist er denn eigentlich geeignet? Zu welcher Ernährung? Ist er ein Omnivor? Ist er ein Carnivor? Ist er ein Fruchtverzehrer? Ist er, was ist er? Der Darm des Menschen ist sehr, sehr gleich dem Darm eines Fruchtessers, der auch Saat zu sich nimmt. Zwar haben wir hier eine Darmlänge von ungefähr 15 Mal die Körperlänge. Ein Herbivor, so wie eine Kuh oder ein Bock, die haben eine Darmlänge von circa 22 Mal die Länge des Körpers. Und ein Carnivore hat eine Darmlänge von ungefähr 6-mal die Körperlänge. Jetzt, die Darmlänge in sich selber ist nicht die beste Methode, um zu beschließen, was ein Tier ist. Denn wir wissen heute, dass Darm unheimlich schnell regeneriert werden kann. Zum Beispiel, wenn man eine Operation hat und ein Stück Darm wird rausgeschnitten, nach einer Weile hat sich dann das wieder regeneriert. Nicht zum Vollen wahrscheinlich. Wenn man Tiere umstellt auf andere Ernährung, dann regeneriert auch Darm. Und viele Experimente sind gemacht worden mit Darmregeneration. Und Hunde zum Beispiel mit einem sehr kurzen Darm, nur 6-mal die Körperlänge, wenn man die umstellt auf vegetarisch, dann wird der Darm beträchtlich länger. Am Anfang, wenn der Darm so kurz ist, werden sie schnell dünn und dann gewöhnt sich der Körper dran, der Darm wird auch länger und sie stellen sich um. Also rein physiologisch, rein anatomisch ist es so, dass der Mensch in seiner Anatomie den Fruchtverzehrern gleich ist. Also die biblische Aussage von was er eigentlich am Anfang gegessen hat, stimmt überein mit der Physiologie und mit der Anatomie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Hülsenfrüchte, die wir hier sehen, etwas geändert sind, als was sie vorher waren. Wir haben ja jetzt Trockensaat. Früher war es vielleicht nicht notwendig, um zu lagern für ein ganzes Jahr. Und da sind einige Stoffe in den Hülsenfrüchten heute, die werden wir besprechen in anderen Vorträgen, die vielleicht eine Konsequenz sind von einem veränderten Zustand. Ein typischer Markt, so wie der hier, da sieht man in einem Afrikamarkt fast nur Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse und dergleichen. Also die ursprüngliche Ernährung war Getreide und Früchte und dergleichen und Nüsse. Und wir haben gesehen, dass die Anatomie des Menschen gut damit übereinstimmt. Und dann passierte etwas. Der Sündenfall kam und wir lesen weiter im 1. Mose, verflucht sei die Erde. Der Boden, die Erde. Und weiterhin wirst du durch den Schweiße deines Angesichts von ihr ernten. Also etwas hat sich geändert. Die Erde, in dem die Pflanzen wachsen sollten, war verflucht. Es wird Dornen und Disteln produzieren
und du wirst weiterhin die Pflanzen des Feldes essen. Also etwas wurde hinzugefügt zur Ernährung. Es kamen jetzt die Pflanzen des Feldes dazu. Also, Schweiße deines Angesichts wirst du essen und du wirst zur Erde zurückkehren, von der du genommen wirst, und du wirst zu Staub zurückkehren. Also, junge Leute, es tut mir leid, der Brokkoli ist auf die Speisetafel gelandet, hier nach dem Fluch. Also isst ruhig euren Block Brokkoli, der gehört jetzt dazu. Was ist passiert mit den Tieren? Die Tiere haben ja gegessen am Anfang die Pflanzen des Feldes. Das schließt also wen ein? Das muss den Löwen einschließen. Das muss den Leoparden einschließen. Das muss sämtliche Raubtiere mit einschließen. Und heute würden wir sagen, das ist ja lächerlich. Das Raubtier ist ja geeignet, um ein Raubtier zu sein. Es hat doch die bestimmten Zähne dazu. Es hat die Anatomie. Es ist ein Raubtier. Und diese Geschichte, dass die Tiere am Anfang vielleicht ganz anders waren oder anders gegessen haben, scheint wissenschaftlich nicht übereinzustimmen. Dann sagt die Bibel auch weiterhin, in der neuen Welt und auf der neuen Erde, was wird der Löwe machen? Er wird wieder Pflanzen essen und er wird neben dem Lamm liegen und er wird keinen Appetit auf das Lamm haben. Das sagt die Bibel. Also so wie es war am Anfang, wird es wieder hergestellt werden. Jetzt wenn wir uns fragen, ist es wirklich so, dass diese Tiere rein, weil sie Schlagzähne haben, kein eins, ist es so, dass sie unbedingt Fleischesser sein mussten? Ist es so, weil der Darm kurz ist, dass sie unbedingt Fleischesser sein mussten? Ja oder nein? Die Antwort ist nein, es braucht nicht so sein. Ein Tier, das geeignet ist, um Fleisch zu essen, konnte etwas anderes gegessen haben, wofür es genauso geeignet war. Zum Beispiel der Panda-Bär, der Panda-Bär gehört zu der Familie Ursidae, die Bärenfamilie. Und was ist zu 99,9% seine Nahrung? Bambus. Und dazu sind diese Zähne mit den Scheren hier hinten, die Molare, die ja als Scheren funktionieren, total geeignet. Es gab in der Paläontologie so viele Pflanzenarten, die dem Zuckerrohr oder dem Bambus ähnlich waren, die heute nicht mehr existieren. Wir haben viele Pflanzen in der Paläontologie, die heute nicht mehr existieren. Vielleicht nach dem Fluch hier über die Erde hat sich etwas geändert. Und wir wissen auch, dass die Saison sich änderte. Es wurde Winter und Sommer viel schlimmer als vorher. Vielleicht war da früher ein Grünhauseffekt und man hat die Veränderung nicht so gespürt. Im Himmel, sagt die Bibel, werden die Bäume wie oft im Jahr Früchte tragen? 12-mal. Also jeden Monat werden da Früchte sein. Nehmen wir mal den Marienkäfer. In Südafrika, wenn es Sommer ist und wenn die Aprikosen da sind, dann sitzen die Marienkäfer zu den Hunderten auf den Aprikosen und fressen Aprikosen. Sie sind eine Plage. Und dann, 3 Monate lang sind die Aprikosen da und 9 Monate lang nichts. Jetzt, was macht das Tier in den nächsten 9 Monaten, wenn, sagen wir mal, die Aprikose die ursprüngliche Nahrung gewesen wäre? Nur zum Beispiel. Nichts essen? Nein, sie ändern ihren Lebensstil und sie werden Organismen, die Pflanzenläuse leersaugen. Und darum sind sie jetzt Carnivora. Früher, die Carnivora, was weiß ich, was die gegessen haben, eine Pflanzenart, so wie der Panda-Bär heute Bambus isst, hat der Löwe vielleicht auch irgendeine Grasart. Bambus ist ja eine Grasart, Zuckerrohr ist ja eine Grasart, gegessen. Und ich muss sagen, habt ihr schon mal Zuckerrohr gegessen? Habt ihr mal schon so ein Zuckerrohr in den Mund gesteckt und gegessen und gekaut? Ist herrlich, ist süß. Aber nach
10 Minuten, dann stehen die Zähne, die stehen so richtig raus aus dem Mund. Das schafft kein Mensch für lange Zeit. Aber wenn man so eine schöne Schere drin hat, dann könnte er machen und das essen, das wäre wunderbar. Also für einen Löwen wäre das ausgezeichnet. Ich nehme an, dass die ursprüngliche Nahrung nicht mehr da ist. Die Ursidae, die Bäre, was essen die denn? Zu 90% essen sie genau, was ihr Name sagt. Bären. Und was essen sie noch? Fische. Sie essen Fische, aber nur in der Zeit, wo die Fische in dem Fluss hochschwimmen. Das ist für eine ganz kurze Zeit im Jahr. Dann sind sie opportunistisch und sie verzehren das. Dann gibt es noch nicht viel zu essen. Sie sind gerade eben so aus dem Winterschlaf heraus und jetzt fangen sie Fische. Das macht sie noch immer nicht Karnivore. Sie sind opportunistisch Karnivore. Zum Beispiel, noch ein Beispiel, Eichhörnchen. In den amerikanischen Wäldern gibt es ja die Chipmunks. Und die Kinder haben wahrscheinlich schon die Videos gesehen, Chip and Dale, ja oder nein? Chip and Dale, diese kleinen Süßen, ich weiß nicht, wie die hier heißen, die immer miteinander kämpfen und unartig sind. Heute wissen wir, oder die Wissenschaft weiß, dass das sind Herbivore. Sie essen Saat und Nüsse und dergleichen. Und heute, mit der Beschädigung der Umwelt, mit dem sauren Regen, wo die Wälder vernichtet werden, haben diese Tiere nicht mehr genug zu essen. Und sie haben ihre Ernährung geändert und fressen jetzt die Tiere, die tot sind auf den Straßen, wenn sie umgefahren werden durch Autos. Oder sie werden vielleicht sogar in einigen Fällen kannibalistisch. Ist das die ursprüngliche Nahrung, dass sie die toten Tiere auf den Straßen auflesen? Nein. Es ist eine Konsequenz der veränderten Situation, in der sie leben. Noch ein Beispiel sind Key Parrots, Papageien in Australien. Sie sind ganz besonders veranlagt und mit ihren starken Krallen Wurzeln von einer bestimmten Pflanzenart auszugraben und dann mit ihrem starken Schnabel die wässrigen, weichen Wurzeln abzubrechen, und das war ihre Nahrung. Und dann, als die Bevölkerung sich ausbreitete und diese Baumarten einfach nur vernichtet wurden, was haben diese Papageien gemacht? Ein Papagei hat genau die gleiche Ausrüstung wie ein Raubvogel. Und sie sind auf die Schafe los und haben den Rücken der Schafe aufgerissen mit den Krallen und haben das Fett um die Nieren gefressen. Sie sind also Karnivore geworden und man hat schnell wieder neue Bäume gepflanzt und bestimmte Gebiete für ihre Überlebung beiseite gelegt, und heute ist das Problem weg. Also, ich glaube, dass hier vieles passierte. Die Tiere haben sich geändert, das Essen war nicht mehr da, jeden Monat, wie es sein musste, die Bäume trugen nicht mehr ihre Früchte wie früher, und Pflanzen des Feldes wurden notwendig. Das ist noch ein anderer Grund, warum sie notwendig waren, denn die Pflanzen des Feldes enthielten auch Substanzen, die gegen Krankheiten wirkten. Und das werde ich in einem nächsten Vortrag besprechen. Also Dornen und Disteln und dergleichen rein biblisch kamen erst später dazu. Auch, dass wir Saat aufbewahren müssen und trocken lagern müssen und Brot backen müssen, so wie hier, ist wahrscheinlich etwas ganz Neues. Früher war es vielleicht ganz anders. Ich weiß nicht wie, aber anders. Wenn ich denke, was für eine Auswahl an Früchten da in der Welt heute besteht, wovon wir in irgendeinem Land nur einen Bruchteil von essen, dann glaube ich, im Paradies war es fantastisch. Also die Lagerung von Saatarten für späteren Gebrauch war nicht notwendig im Himmel. Und die Giftstoffe oder die Enzymunterdrücker, die da drin gegenwärtig sind, mit denen müssen wir heute zusammenleben, und sie sind eine Konsequenz. Also hier einen typischen Markt in Bethlehem.
Und dann passierte etwas anderes. Die Menschen wurden immer schlimmer und schlimmer und nach der Bibel gab es dann eine Sintflut und Noah bekam den Befehl, um von jeder Art Vogel und von jedem Tier auf der Erde und alles, was lebte und bebte, was Gott ihm zugeschickt hatte, um das in die Arche hineinzunehmen. Und dann bekam er selbst den Befehl, um in die Arche zu gehen mit seiner ganzen Familie. Und der Herr sagte zu Mose, geh in die Arche, das ist 1. Mose, ach nicht Mose, zu Noah, 1. Mose 7, du und dein ganzes Haus, und nehme mit dir 7 jedes von den reinen Tieren, ein Männchen mit seinem Weibchen und 2 jedes von den unreinen Tieren. Also hier sind wir vor der Sintflut. Und die Behauptung heute ist ja oft, ja rein und unrein, das ist ein jüdisches Gesetz. Aber die Juden kamen ja lange, lange, lange erst nach Noah. Also rein und unrein ist kein jüdisches Gesetz. Es ist biblisch schon da, vor der Sintflut. Warum sind die Tiere unrein geworden, wenn Gott doch am Anfang alles gut geschaffen hatte? Meinen wir oder könnten wir behaupten, dass Gott etwas Unreines geschaffen hat? Ich glaube persönlich, dass Unrein eine Konsequenz der Sünde ist. Mit anderen Worten, das Tier, das ursprünglich Pflanzen aß, durch veränderte Umstände ist jetzt etwas anderes, wozu es nicht ursprünglich geeignet war. Und darum ist es physiologisch und mit Stoffen bearbeitet, dass es anders ist als vorher. Es musste sich umändern wegen dem Sündenfall. Und es trägt die Konsequenzen und ist daher unrein. Ein Tier zum Beispiel, das nicht mehr Pflanzen isst, sondern Tiere frisst, die Pflanzen essen. Wir wissen ja, dass wenn wir hochgehen in den Ernährungsflächen, in den trophischen Flächen, dass die Giftstoffe immer konzentriert werden, mehr und mehr konzentriert werden. Also die unreinen Tiere, wovon er nur ein paar nehmen musste, waren unrein geworden wegen ihrer Umstellung als Folge der Sünde. Und von den reinen durfte er 7 Pärchen mit sich nehmen oder musste er 7 Pärchen mitnehmen. Und dann nach der Flut, alles war verschwunden, es gab fast nichts mehr zu essen. Es dauerte auch noch ein Jahr mindestens, vor dem die erste Ernte da war und von den Früchten. Ja, wir wissen ja heute, wie lange das dauert. Also die ursprüngliche Nahrung war nicht da, außer vielleicht, was Noah in getrockneter Form mit sich genommen hatte. Aber er musste ja auch Tiere damit füttern und dergleichen. Wie waren sie da in der Eiche? Das haben wir ja auf einer anderen Art und Weise besprochen. Wahrscheinlich viele von den Tieren waren in Torpor oder in Hibernation. Das heißt, sie haben geschlafen, als ob sie überwintern oder übersommern. Und wir brauchen uns ja nicht darüber jetzt Gedanken zu machen. Aber nach der Sintflut, wegen diesem Problem, sagt Gott, alles was lebt, soll deins zum Essen sein. Und ich gebe dir alles jetzt, so wie ich dir das Grüne gegeben habe. Ich habe dir die Pflanzen des Feldes gegeben und jetzt darfst du alles essen. Meine Frage ist, als er ihm die Pflanzen des Feldes gegeben hat, hat er ihm gesagt, gut, du darfst jetzt auch die giftigen Pilze essen, ja oder nein? Oder war es logisch, dass die giftigen Pilze nicht mit eingeschlossen sind? So eigentlich logisch. Hier, als er jetzt alles essen durfte, durfte er die Giftfrösche essen zum Beispiel von Südamerika, die so giftig sind, dass wenn du sie nur anfasst und dran leckst, bist du schon tot. Natürlich nicht. Also im biblischen Sinne, alles zum Essen heißt alles, was Gott zu essen gegeben hat. Und ich nehme an, dass er nur das Reine gegeben hat und nicht das Unreine. Und dann sagt er auch,
dass man nicht Blut essen darf. Also alles war schon nicht alles, sondern einige Dinge ausgeschlossen, zum Beispiel Blut. Und später werden wir auch sehen, Fett war ausgeschlossen und auch das, was unrein war. Also die ursprüngliche Nahrung waren Früchte und Getreide und Saatarten und dann Gemüse kam später dazu und Fleisch noch später dazu. Und dann versprach Gott, dass er nie wieder eine Flut bringen würde und dass es nicht wieder passieren würde. Im Exodus 15, Vers 26 steht, wenn du sorgfältig hörst auf dem, was ich sage und auf die Stimme deines Gottes und tust, was richtig ist vor meinen Augen und meinen Geboten gehorchst, dann werden die Krankheiten, die die Ägypter trafen, dich nicht treffen. Also Gehorsam Gott gegenüber in allen Dingen, auch im Rahmen der Gesundheit, waren mit einem Versprechen verbunden. Also die nächste Frage, die wir haben, wenn die ursprüngliche Ernährung vegetarisch war und Gott erlaubt hat nach der Sündflut, dass man Fleisch essen sollte, was ist die Situation in der Zukunft, wenn wir auf der neuen Erde sind? Dann werden alle wieder vegetarisch sein. Im Himmel gibt es kein Fleisch zu essen, denn es gibt keinen Tod und die Tiere werden nicht sterben müssen. Also das Lamm wird ein Freund sein und der Chinese wird seinen Hund streicheln und nicht mehr verzehren. Jetzt lesen wir in der Bibel eine interessante Geschichte. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten holte, dann hat er etwas ganz Besonderes mit ihnen gemacht. Zuerst, sie sollten sich heiligen. Sie sollten ein heiliges Volk werden. Sie sollten sich unter dem Schutz Gottes stellen. Und als er sie da herausgeholt hat, hat er auch etwas getan mit ihrer Ernährung. Und das hat sie meist recht irritiert. Er hat ihre Ernährung umgestellt und sie waren für längere Zeit Vegetarier. Und sie meckerten und sagten, wir wollen wieder Fleisch haben. Und woher sollen wir denn dieses Fleisch holen, um diese Menschen zu füttern, fragte Mose. Denn sie heulen und weinen, gib uns Fleisch, dass wir essen können. Und ich kann es nicht mehr ausstehen, sagt Mose, was soll ich machen, um ihnen dieses Fleisch zu geben? Und dann spricht der Herr, sie sollen Fleisch essen. Ich werde ihnen Fleisch geben. Und ich werde ihnen nicht Fleisch geben nur für 2 Tage oder einen Tag und auch nicht für 5 Tage und 10 Tage und auch nicht vor 20 Tagen. Sie sollen Fleisch essen für einen ganzen Monat, bis es ihnen zu den Ohren rauskommt. Denn sie haben den Herrn verachtet. Ganz interessant. Und sie haben geweint und gesagt, was sollen wir essen, seitdem wir aus Ägypten herausgekommen sind? Jetzt hier haben wir zu tun mit einer Typologie. In dieser typologischen Geschichte ist das Volk unterwegs zu Kanaan. Und in dieser Typologie ist eine Lehre. Ein Volk auf dem Weg zum himmlischen Kanaan sollte auch sich im Geiste schon umstellen auf das, was Gott für sie vorbereitet. Nur auf dem Weg zu Kanaan, in dieser Typologie, war es ihnen verboten, Fleisch zu essen. Später, als die Typologie, das Volk auf dem Weg zu Kanaan vorbei war, der Antitypus ist das Volk auf dem Weg zum himmlischen Kanaan, das ist das Endzeitvolk, gilt das mit anderen Worten auch, rein typologisch. Und dann bekamen sie das Fleisch zu essen, die Vögel kamen zu den zigtausenden, jeder sammelte die reinen Vögel und begann zu essen. Und dann etwas ganz Wichtiges, derweil das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war, sie hatten es noch nicht erst geschluckt, kam der Zorn Gottes über sie, und sie wurden mit einer gewaltigen Plage
geschlagen. Und der Platz wurde genannt Kibrot Hatava, weil da haben die Menschen ihre Mitmenschen begraben, die nach dem Fleisch lüsteten. Also es ist nicht ursprünglich im Sinne Gottes, dass wir Tiere tot machen sollten, um zu essen. Und das Versprechen später, als die Typologie, die Lehre vorbei war, heißt, wenn Gott deine Grenzen wieder erweitert und du bist in Kanaan da, in dem typischen Kanaan, dann könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Aber die Lehre, die Typologie, gilt für jetzt. Gut. Ein levitikales Gesetz für die Juden, auch vom irdischen Kanaan, ist, es ist ein ewiges Gesetz, dass du nicht Blut oder Fett essen darfst. Also sie durften wieder Fleisch essen, aber Blut und Fett war ihnen verboten. Und dann das levitikale Gesetz, Exodus Kapitel 11. Und der Herr sprach zu Moses und Aaron und sagte, sprich zu den Kindern Israel und sage ihnen, von den Tieren dürft ihr essen auf Erden, von denjenigen, die gespaltene Klauen haben und die Wiederkäuer sind. Also die durften gegessen werden. Aber die anderen Tiere, alles was rumkroch, alles was anders war, durfte nicht gegessen werden. Jetzt Wiederkäuer mit gespaltenen Klauen. Warum durften die gegessen werden? Weil ein typisches Beispiel ist zum Beispiel das Rind. Und hier sehen wir, dass der Magen ganz anders aussieht wie der Magen eines anderen Tieres. Es ist fast ein Drittel des Gewichtes des Tieres. Und wir haben hier verschiedene Formägen. Es gibt hier ein Rumen, ein Reticulum und in diesem gewaltigen Rumen, ein Vormagen, findet da ein Prozess statt, wo die Pflanzen, die gegessen werden, verdaut werden mit Hilfe von Bakterien und Zellulose wird umgesetzt in brauchbaren Substanzen. Es wird fermentiert zu Fettsäuren und das Eiweiß bekommt das Tier von den Bakterien. Es ist total unabhängig und kann nur von Pflanzen sich ernähren. Wenn dieser Prozess vorbei ist, dann geht es hier durch den Omasum und dann erst in den Abomasum hier. Und das ist der eigentliche Magen, wo die endgültige Verdauung stattfindet. Und dann geht es hier in den Darm, 22 Mal die Länge des Körpers und es wird ausgeschieden. Also die Tiere mit einem Vormagen, wo die Verdauung stattfindet, die nur Pflanzen essen, die waren rein. Sie waren ganz nah an dem ursprünglichen Zustand. Und hier ein paar interessante Ausnahmen, die die Bibel dann nennt. Also dieses Tier hier, dieser schöne Bock hier, wir wissen, dass alle Böcke haben genau diese gleiche Ernährung, sind also rein. Das hier ist der Kudu. Da sind ein paar Springböcke und da ein schöner Nyala. Das sind alles reine Tiere. Die haben alle einen Rumen. Da ist das weibliche Nyala. Der Affe da hinten und das Schwein da, werden wir sehen, sind nicht reine Tiere. Hier ist ein Kudu. Und da, das ist der schönste Bock meiner Ansicht nach. Der ist so lieblich, so klein und winzig. Das ist der Suni. Oder? Ihr dürft diese Tiere essen, die Wiederkäuer sind und die gespaltene Hufen haben. Aber von denen dürft ihr nicht das Kamel essen, denn es ist ein Wiederkäuer, aber hat keinen gespaltenen Huf. Und er ist unrein. Auch der Kauni, das ist der Klippdachs, die sind auch unrein. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum ist dieses Tier unrein, dann wird es nämlich interessant. Nicht, weil er solche schönen Lippen hat wie der hier.
Der Magen ist genau der gleiche Magen, wie eine Kuh ihn auch hat. Und dann fragt man sich, warum sagt die Bibel, dass ein Tier, das auch Pflanzen isst, das die gleiche Verdauung hat wie eine Kuh oder ein Wildbock, jetzt plötzlich unrein ist? Und die Antwort liegt wahrscheinlich in dem Lebensstil des Kameles. Das Kamel lebt in einer Umgebung, wo die Konsequenz der Sünde sehr stark geprägt ist. Es lebt nämlich in der Wüste oder in Wüsten zu Umständen. Und das Kamel hat gelernt oder ist adaptiert, um lange Zeit ohne Wasser zu existieren. Es trinkt viel Wasser, es kann nicht ohne Wasser leben, genau wie jedes andere Tier, aber es kann lange Zeit zwischen Trinken überleben. Und um das zu überwältigen, um das überhaupt zu schaffen, macht er Folgendes. Anstatt dass er seine Temperatur gleich hält an einem warmen Tag, wie andere Tiere, die dann schwitzen müssen, was mit Wasserverlust zusammenhängt, erlaubt er seine Temperatur zu steigen. Und zwar sehr hoch, über 40 Grad, manchmal 43 Grad. Wir würden schon sterben dabei. Er schwitzt nicht, weil er Wasser konserviert. Und dieser Konservierungsprozess verursacht, dass am Ende eines Zeitpunktes, wo er nicht getrunken hat, der Körper und das Fleisch viel mehr Giftstoffe enthält als normal. Und die Bibel sagt, dieses Tier, obwohl es die gleiche Verdauung hat wie eine Kuh oder ein Wildbock, unrein ist. Und ich glaube, es ist wegen dieser Adaption, die es dem Tier möglich macht, um mit einer Konsequenz der Sünde Wüstenzustände zu überleben. Der Klippdachs ist auch unrein, auch ein Pflanzenesser. Alle Pflanzenesser waren nicht rein. Warum nicht? Dieses Tier hat Probleme mit der Thermoregulierung. Es hält nicht eine ganz gleiche Temperatur. Es hat viele Fermentationsprozesse. Und das Tier hat darum höhere Giftstoffwerte im Fleisch als andere Pflanzenesser. Und es ist unrein. Die Bibel sagt, dass der Hase, the hare, ist unrein, das Schwein ist unrein. Jetzt der Hase, warum ist der unrein? Der frisst ja auch nur Blätter und Karotten und dergleichen. Warum ist er dann unrein? Er ist unrein, weil seine Verdauung ganz anders aussieht. Hier haben wir nämlich den Magen und der Magen, auf dem folgt der Darm und am Ende des Darmes kommt hier dieser viel vergrößerte Cäcum mit einem ganz langen Blinddarm und dann erst kommt der restliche Dickdarm und der Rektum und dann raus. Und die Verdauung, die bei der Kuh vor dem Magen stattfindet, findet hier erst nach dem Darm in diesem vergrößerten Cäcum Platz, findet da statt. Und die Frage ist, wenn die Verdauung hier in diesem vergrößerten Cäcum stattfindet, wie wird das aufgenommen? Denn der Darm ist ja jetzt vorbei. Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse alles rückwärts gehen und dann kotzt das Tier an einem Stück. Oder es geht weiter, wie es ging vorher und es muss wieder verzehrt werden. Und wir nennen solche Tiere Koprophagen, das heißt, sie essen ihre eigene Ausscheidung. Es gibt zwei Arten Koprophagen, Out-Koprophagen und Syn-Koprophagen. Ein Out-Koprophag frisst sein eigenes Exkreta und der Hase gehört dazu. Also Giftstoffe, sekundäre Bile-Stoffe und dergleichen und auch akkumulierte Stoffe, die in der Ausscheidung gegenwärtig sind, werden wieder zirkuliert. Und das Tier ist unrein, hat höhere Giftstoffwerte als andere Tiere, ganz logisch. Synkoprophage sind Tiere, die die Ausscheidung anderer Tiere essen. Der Hund zum Beispiel wird da, wo die Katze was hingemacht hat, es rausgraben und als Leckerbissen verzehren. Habt ihr das schon mal gesehen und euch geekelt? Und
Das Zebra und alle Pferdarten haben auch Cicum-Verdauung. Heute natürlich, wenn man Pferde züchtet und man gibt ihnen sehr hochwertige Nahrung, dann ist es nicht nötig, dass sie koprophagisch sind, aber in der Natur sind sie koprophagisch. Das heißt, Giftstoffe sind akkumuliert und das Tier ist unrein. Es sitzt mit einer Konsequenz der verfluchten Erde. Das, was Nahrung war von Anfang an, ist vielleicht nicht mehr da oder nicht mehr so hochwertig, was es auch immer ist, und das Tier ist unrein. Das Schwein ist bezeichnet nach Bibel als äußerst unrein. Und es gibt viele Gründe, warum wir das Schwein als unrein betrachten. Erstens ist es ein Omnivor. Das heißt, es wird irgendetwas fressen, von toten Leichen, verrottendes Materie bis zu Pflanzenprodukten. Und selbst wenn wir das Schwein ernähren nur mit den besten Pflanzenprodukten, wäre es immer noch unrein. Denn seine ganze Physiologie ist umgestellt. Wir wissen, in den Alten war da viel Trichinose, heute wird es natürlich behandelt. Aber wir haben viele Prüfungen gemacht und immer wieder, wenn man zum Beispiel Salmonellenverseuchungen prüft und dergleichen, ist das Schwein immer vorne dran. Dann seine ganze Bindegewebe, Connective Tissue System ist verändert. Es enthält viele Mukopolysaccharide, viel mehr wie andere Tiere, und die sind auch sehr sulfatreich. Und diese Mukoiden machen das Fleisch geschmeidig, darum wird es so oft als Schmierwurst so gerne gebraucht und dergleichen. Aber diese sulfatreichen Mukosacchariden sind für den Mensch eigentlich unverträglich und führen auch dazu, dass Arthritis und andere Probleme viel leichter entstehen bei dem Genuss von Schwein. Auch Urtikaria, Anschwellungen und dergleichen. Im Allgemeinen gesehen werden die Toxinen im Schweinefleisch Zootoxinen genannt, denn sie gehören ja zu der Gruppe Suididae. Und es ist kein Zweifel, dass das Fleisch oder der Genuss von Schweinefleisch nachträglich ist für den Menschen, ist also unrein, sitzt mit einer Konsequenz einer veränderten Welt. Und alles, was so im Meere ist, was in dem Wasser rumschwimmt, alles, was nicht Flossen und Schuppen hat, ist unrein. Das ist ganz interessant. Also was wir hier sehen, das sind Fische, die haben Flossen und sie haben Schuppen, das sind reine Fische. Ein Jude wird keinen Fisch essen, der nicht Schuppen hat, die fest sind. In Israel werden zum Beispiel Fische gezüchtet. Ich habe auch mit dieser Fischzucht ziemlich viel zu tun gehabt. Und die Fische werden spezial gezüchtet für den Markt. Und sie versuchen, Fische zu züchten mit weniger Schuppen, weil das leichter ist, um sauber zu machen. Aber interessant, der Jude wird sie nicht kaufen, der orthodoxe Jude wird sie nicht kaufen, wenn da nicht mindestens 12 große feste Schuppen sind, die nicht so leicht runterkommen. Es ist interessant, dass Fische, die vor allem in frühem Stadium der Entwicklung hauptsächlich Plankton oder Seepflanzen essen, sind meist, gehören sie zu den reinen. Fische, die Karnivor sind, und Fische, die Aasfresser sind, haben meist keine Schuppen oder die Schuppen sitzen ganz lose. Es ist auch interessant, dass Fische, die Schuppen haben, wenn sie Nahrung bekommen, die nicht so hochwertig ist, zum Beispiel, wenn man sie züchtet und man füttert, sagen wir mal, Fischmehl oder Fischabfall als Nahrung, weil es billig ist für diese Fische, dann sitzen die Schuppen auch lose. Denn die Haut des Fisches wird gebraucht als ein mukoid ausscheidender Organ, der hilft, um die Toxine zu entfernen. Und so finden wir, dass Aasfresser haben keine Schuppen. Haie zum Beispiel würden durch Juden gezählt werden als unrein. Und der Hai ist adaptiert an die Welt, in der er lebt, folgendermaßen. Sein Salzinhalt ist nur ein Drittel dem vom Seewasser. Mit anderen Worten,
Er hat ein Problem, dass ihm Wasser entzogen wird, weil dieses Meer ist mehr konzentriert als er. Also durch Osmose wird Wasser entzogen. Bei Fischen das Gleiche, mit Schuppen. Aber Teleostie, diese Beinfische, lösen das Problem, durch das sie Wasser trinken und die Kiemen das Extrasalz ausscheiden. Der Hai schafft das nicht. Und er löst das Problem auf eine andere Art und Weise. Er hält Harnstoff zurück. Gewaltige Konzentrationen Harnstoff. Und macht seine Konzentration fast gleich mit dem Meer. Und jetzt verliert er nicht mehr Wasser. Also warum muss er das machen? Warum ist der Salzinhalt eines Fisches und eines Haien viel weniger als was das heutige Meer hat? Ich glaube, als das Wasser aus der Erde hervorbrach, Unmengen von Salz aus der Erdkruste herauskamen und das Meer heute viel salziger ist, als was es vorher war. Das muss eindeutig so sein, denn die Fische hier haben alle Organe, die einen Zweck nur haben, und das ist, um Wasser auszuscheiden in der Niere, können sie aber im Meer nicht gebrauchen. Denn sie haben schon das Problem, dass ihnen Wasser entzogen wird durch Osmose. Also sie sitzen alle mit Organen, die nur einen Zweck haben, um Wasser auszuscheiden, aber können den Organ nie gebrauchen, er sitzt ledig da. Ich glaube, es ist eine Konsequenz der Sünde, dass das Meer so salzhaltig ist. Und weiterhin, der Hai sitzt mit dieser Konsequenz und löst das Problem durch das Zurückhalten von Harnstoff. Jetzt die Delikatesse im Osten, um die Finne abzuschneiden und zu trocknen und dann eine Hai-Finnen-Suppe zu machen, ist nichts anderes, als diese Auflösung in Wasser wieder aufzukochen. Das ist wie ein Harnstoff-Teesäckchen. Es ist das Gleiche, ich habe das schon vorher gesagt in einem Vortrag, als einfach nur in den Teller zu und das zu verzehren, kostet aber wesentlich weniger. Wie gesagt, die Tiere sind unrein. Sie sitzen mit einer Konsequenz der Sünde. Alle Tiere, die nicht Finnen und Schuppen haben, sind unrein. Sie sind alle Filtrierverzehrer oder sind Aasfresser. Ein Filtrierer heute im Meer. Wir wissen ja, dass Menschen, wenn sie nur von diesen Tieren essen, oft Ausschläge bekommen. Und auch heute mit der Verseuchung ist das Problem ja wesentlich größer als vorher. Die Muscheln, die verzehrt werden, die Muscheltiere, verursachen so viele Tote in der Welt heutzutage, dass man sich überhaupt noch wundert, dass die Menschen das noch essen, so wie Austern zum Beispiel. Alle Filtrierer nehmen ja alle Giftstoffe auf und haben gar keine Wahl. Gott hat gesagt, die sind alle unrein. Die Welt hat sich geändert und wir müssen demnach alles, was physiologisch, anatomisch so ist, dass es verunreinigt wurde, müssten wir als Nahrung ablehnen. Diese Schnecke zum Beispiel, die Übertragungsstoffe in dem Nervensystem sind etwas anderes wie unsere. Und einige Menschen sind sehr allergisch dagegen, aber ich glaube, jeder Mensch ist. Einige sind nur mehr sensitiv wie andere. Es könnte zu Nervenstörungen geben, das gibt dann Ausschläge und dergleichen. Die Frage, die ich auch gerne fragen möchte, ist, wenn ein Tier unrein erklärt wurde, weil die Nahrung sich geändert hat, wie steht es denn mit einem reinen Tier, wo die Nahrung geändert wird? Zum Beispiel die Kuh nach Bibel ist rein. Heutzutage, weil sie nur Pflanzen ist und damit physiologisch adaptiert ist. Heutzutage, was kriegt die Kuh zum Essen? Sie kriegt die Ausscheidungen, die Fäkalien von den Hühnern zu fressen. Oder die kranken Leichen, die gemeilt werden von den Tieren, die es nicht schaffen auf den menschlichen Teller. Die gehen zur Kuh als Nahrung. Dann ist meine Frage, ist die Kuh, die heute solche Nahrung empfängt, noch rein? Meiner Ansicht nach, nein. Meiner Ansicht nach ist fast alles, was lebt und bebt heute, unrein. Und dann, wie steht es um die Vögel?
Hier werden die Vögel genannt, die nicht gegessen werden dürfen. Und zwar der Adler und. Alle Raubvögel werden genannt. Logisch. Die Raubvögel sind hoch in der Ernährungskette. Sie stauen Giftstoffe. Alles, was andere Tiere isst, sammelt Gift in dem Körper. Die Pelikane zum Beispiel haben so viel DDT in ihrem Körper hineingestaut, dass die Eier, die sie gelegt haben, so dünn waren, dass sie nicht mehr ausbrüteten. In Südafrika sind unsere Raubvögel zu den Tausenden und Abertausenden einfach nur gestorben, wegen der Akkumulation von Giftstoffen in der Kette hinauf. Ein Tier, wenn wir die Pflanzen spritzen und sagen wir mal ein Zehntel weht in die Felder gegenüber, wenn ein Kuh oder ein Tier diese Giftstoffe frisst, dann verstärkt sie es 10.000, manchmal 100.000 Mal. Also in einem Tier, weit weg von wo gespritzt wird, sind da viel mehr Giftstoffe als auf der Pflanze, wo es direkt gespritzt wird. Das ist interessant. Also das Tier hier, schön wie es aussieht, schön fürs Auge, ist unrein. Oh ja, so nebenbei gesagt. Es gibt jetzt einige Leute, die würden dann sagen, so, solche Leute habe ich schon mal getroffen, dass er etwas unrein ist, dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Die Katze darf gestreichelt werden, darf nur nicht gegessen werden. Gut, der Vogel ist unrein, genau deswegen. Interessant, je weiter weg von dem Ursprünglichen, wir wissen ja, was das war, es waren Pflanzen, je weiter weg, je hässlicher wird das Tier auch. Es scheint halb, als ob da eine Leere in dem Tierreich ist. Eine ganz faszinierende Leere. Hier zum Beispiel dieser Raubvogel, der ist ja nicht mehr gerade eben eine Schönheit. Wie er aussah im Himmel, das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, er war super fantastisch schön. Je weiter weg von dem Ursprünglichen, also Pflanzenesser, dann Raubtier und dann Aasfresser und manchmal Aasfresser von Aasfressern, je hässlicher werden sie. Das ist interessant. Hier zum Beispiel, die Geier sind ja auch keine Schönheiten mehr. Und hier sitzen sie im Baum und warten gerade eben auf eine Mahlzeit. Aber sie mussten auch schön gewesen sein. Sie sind Vögel, die am besten fliegen von allen Vögeln. Sie sind so graziös. Wenn sie da oben im Himmel sind, denkt man, wow, das muss was Besonderes sein. Und wenn sie näher kommen, dann sehen sie so schrecklich hässlich aus. Ich erzähle immer die Geschichte, wir haben mal diese Geier beobachtet. Und es kam ein Sekretariervogel runter, das ist auch ein Raubvogel, ist aber primärer Raubvogel, also eins weiter näher dem Ursprünglichen. Viel kleiner als diese Vögel. Aber der hat die verachtet. Der ist zwischen denen durchgegangen, so stolz. Und einer von diesen Geiern ist so hinterher, so. Und der hat sich rumgedreht, hat ihn einmal angeguckt und der Geier war weg. Also in der Hierarchie scheint eine Geschichte geschrieben zu sein. Der Malibu Stock, naja, Schönheit ist er ja gerade auch nicht, ne? Aber da ist irgendetwas noch von dem Ursprünglichen. Es sind alles unreine Tiere. Sie haben unheimliche Unmengen von Giftstoffen gelagert in ihrem Körper. Eine Konsequenz der Sünde. Die reinen Vögel haben einen Kropf, sind also physiologisch, anatomisch fast so wie die Kuh. Jetzt, es ist nicht immer 100% sicher, was ist rein, was ist unrein. Ist die ganz rein, ist die ganz unrein. Es gibt bestimmte orthodoxe Judengruppen, die sagen, die Gans ist unrein, weil sie Gewebe hat zwischen den Zehen. Und das wird als unrein erklärt. Andere sagen, wenn da ein Kropf ist, dann sind sie rein. Man ist sich nicht 100%ig sicher. Aber im Allgemeinen, ein Vogel wie eine Taube mit einem Kropf, und die hauptsächlich noch vom ursprünglichen lebt, ist rein. Heutzutage
werden sie ja auch gezüchtet mit allem möglichen Zeug. Und ich glaube kaum, dass man sie nach biblischer Kriterien heute noch irgendwie als rein betrachten kann. Also von all den fliegenden und kriechenden Dingern auf Erden, von den Insekten, die rein sind, waren die Heuschrecken. Ich weiß nicht, ob man die gerade da verzehren würde. Aber im Allgemeinen, die Heuschrecken, die schwärmen, sind ja reine Pflanzenesser, also ganz nah an dem Ursprünglichen und könnten als rein betrachtet werden. The grasshopper, you can hardly tell the flavor of prawns and grasshoppers apart. Und hier haben wir einen schönen Mopani-Wurm. Insekten werden sehr viel gegessen in schwarzen Völkern. Einige von den Insekten sind rein. Andere werden lebendig gegessen. Mopani-Wurm zum Beispiel. Man steckt die Zunge raus, Wurm drauf. Und der soll alleine da runterkommen. Ja. Nein, danke. Alles, was auf den Pfoten rumgeht, ist unrein. Also wenn wir alle die süßen, niedlichen Tierchen, die auf Pfoten rumgehen, betrachten, warum sind sie unrein? Wenn sie Pflanzenesser sind oder Saatesser, wie einige Rodentia, einige Rattenarten, essen nur Saat und Pflanzen. Einige essen nur solche Dinge. Warum sind sie unrein? Die meisten sind Koprophagen. Das heißt, sie haben das gleiche Problem wie das Kaninchen. Es muss alles zweimal durch den Darm. Und die eine Mahlzeit ist eben nicht so genießbar wie einige von den anderen. Und die Giftstoffe werden gesammelt. Also süß zum Ansehen, nicht zum Essen, nach der Bibel. Dieses schöne Tier hier, der Cheetah, wie gesagt, unrein. Warum? Weil er ein Raubtier ist. Und wir haben ja darüber gesprochen, ursprünglich, wenn sie Pflanzen gegessen haben, war es wahrscheinlich eine Pflanzenart, die heute nicht existiert. Wir haben ja nur 10% von was vom Ursprünglichen da war. Wir wissen, wenn ein Raubtier ein Tier fängt, sagen wir mal ein Bock, das erste, was er aufreißt, die Top, Männchen oder die zuerst essen, das erste, was sie aufreißen, ist der Magen. Den Rumen, und sie fressen den Rumeninhalt. Das ist das Erste. Sie gehen erst in den Darm und verzehren eigentlich recht viel herbivore Sachen. Wir wissen, dass es Löwen gibt, die rein vegetarisch ernährt wurden. Das sind schön, ne? Die rein vegetarisch ernährt wurden in einigen Zoos. Sie waren unheimlich zahm, haben kein Fleisch gegessen, wenn man es ihnen auch gegeben hat. Und es ist eine Tatsache, dass die Tiere, die Karnivorer sind, wenn sie vegetarisch ernährt werden, so wie es manchmal passiert ist, dass sie dann viel, viel gesünder sind und viel länger leben. Hunde, die mehr Getreidearten essen als Fleisch, und Katzen auch, leben viel, viel länger und viel gesünder. Manchmal doppelt so lang wie die anderen. Also es ist schon so, dass sie ganz gut mit vegetarischer Ernährung auskommen, aber sie sind anatomisch geeignet, um das Fleisch auch zu essen. Man muss es nur mal von der anderen Seite sehen, dann sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Das hier ist nicht ein sehr gutes Bild, sind sehr scheue Tiere. Das ist der wilde Hund, auch unrein. Füchse, Jakale sind Aasfresser. Dann haben sie schon wieder den Ausdruck, als ob sie nicht ganz so schön sind wie die anderen. Wiederum vielleicht eine Lehre. Wir wollen nur mal das ändern. Gut, alles was rumkriecht auf Erden, alles was auf Pfoten geht, ist mit anderen Worten unrein. Wieder nur einmal die Anatomie von einigen Rattenarten, Rodentia, die nur Pflanzen verzehren. Sie haben das gleiche hier, den vergrößerten Cecum. Sie sind also in der gleichen Klasse wie der Hase, Koprophagen. Sie essen ihren eigenen Fäkalien. Und dann alle Reptilien nach Bibel sind unrein.
Wir wissen, dass alle Reptilien sind Ektotherme. Das heißt Kaltblütler. Und wenn sie was verzehrt haben und in der Nacht oder es kommt Winter, dann gärt das Zeug. Eine Schlange zum Beispiel. Wenn man ihr im Winter etwas füttert, dann kann sie sterben von den Giftstoffen von dem verrottenden Tier, das sie gegessen hat. Und weil die Tiere nicht eine ständige Temperatur haben und die Temperatur sich ändert, sind sie physiologisch nicht so geeignet, um den Verdauungsprozess laufen zu lassen wie Warmblütler. Und sie haben natürlicherweise mehr Giftstoffe im Körper. Sie schmecken auch meist so wie Aasfresser. Zum Beispiel das Krokodil, das Fleisch schmeckt fast gleich wie von einem Crayfish. Das ist ein Langustine, ist das richtig? Crayfish? Languste, ja, diese größeren. Fast gleich. So, es ist sogar so, dass viele Restaurants mogeln und geben einem die Schale von diesem Seetier und tun das Fleisch hinein. Und man weiß nicht, dass man erst das Krokodil verzehrt. In Afrika sehr gesucht und wird viel gegessen, aber hat natürlich, ist es Carnivore, zweitens ist es Kaltblütler und es ist unrein. Fische sind auch Kaltblütler, aber sie haben eine ungeheure, ausgeglichene metabolischen Tempo. Und zwar zu verschiedenen Jahreszeiten werden ganz andere Enzyme freigelegt. Und wir finden zum Beispiel, dass, sagen wir mal, ein Fisch in einer Jahreszeit bei 10 Grad ist und in der anderen Jahreszeit bei 20 Grad. Normalerweise müsste sich der Metabolismus verdoppeln. Aber durch Anpassung und verschiedene Art des gleichen Enzyms ist der Metabolismus genau gleich. Also obwohl es kaltblütlich ist, hat ein Fisch nicht das Problem wie ein Landkaltblütler. Das ist nur so nebenbei interessant. Also alles, was tot ist, soll man auch nicht essen. Und wenn irgendetwas mit etwas Totem in Berührung kommt, sollte man es auch nicht essen. Also Kleider und dergleichen müssen gewaschen werden. Und wenn man einen Topf hat, einen Erdentopf, und etwas Unreines fällt da rein, zerbriche den Topf. Das ist schon mal interessant. Giftstoffe in den Tieren gehen, sagen wir mal, in den Ton hinein. Und wenn da Wasser oder was da reingegossen wird, dann kommt das wieder raus. Und der Herr sagt, dann sollte man das lieber wegschmeißen, denn diese Giftstoffe in den unreinen Tieren können unsere Gene irgendwie beeinflussen und unser Immunsystem unterdrücken, sind also als unrein erklärt. Interessant mit der Saat, wenn ein unreines Tier auf Saat fällt. Und das Tier ist trocken und du nimmst das Tier weg, dann darfst du die Saat pflanzen. Wenn das Tier aber auf die Saat fällt und Wasser kommt dazu, dann soll man die Saat, die dadurch verunreinigt ist, wegschmeißen. Jetzt Giftstoffe im Abbau von unreinen Tieren können in die Saat hineingehen, wenn da Wasser ist, und die Genaktivierung kann beeinflusst werden. Und das Wachstum der Pflanze kann beeinflusst werden. Der Herr sagt, schmeiße weg. Es ist eigentlich recht logisch. Die ganzen Sittengesetze sind sehr logisch. Alles, was kriecht, ist unrein. Halte dich davon fern, sagt der Herr. Warum? Denn ich bin der Herr und ich bringe dich aus dem Land der Ägypter. Ägypten ist eine Typologie für das Land der Sünde. Ich erlöse dich aus der Sünde. Ich will dich auch befreien von den Konsequenzen der Sünde. Und ich bin euer Gott, daher seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz von den Tieren und von den Vögeln und dergleichen. Es gibt auch andere Sittengesetze. Und die anderen Sittengesetze werden heute nicht mehr so beachtet.
Zum Beispiel gibt es Gesetze, wo es sagt, dass ein Mann nicht zu einer Frau gehen darf, 7 Tage lang während ihrer Stunden oder ihren Tagen. Interessant, heute wissen wir, dass wenn das passiert, dass die Bevölkerung viel mehr Endometriose hat, inwendige Blutung, denn die Endometriumzellen werden durch die Tuben in den allgemeinen Körper hineingestoßen und setzen sich dann fest an der Außenseite des Darms. Und dann gibt es monatliche Blutungen im Körper, anstatt da, wo es stattfinden soll. Zweitens wissen wir, dass Völker, wo das allgemein ist und vor allem heute auch in unserer unsittlichen Welt, ist es so, dass da viel mehr zervikaler Krebs ist, vor allem durch den Herpes-2-Virus beeinflusst, in Ländern, wo das Sittengesetz nicht beachtet wird. Also die ganzen Reinigungsgesetze von Waschen, wenn du etwas angefasst hast, die ganze medizinische Welt. Im Mittelalter sind die Menschen gestorben wie Fliegen. Dann hat einer mal die Sittengesetze gelesen und gesagt, komm, wir waschen uns mal die Hände, vor dem wir operieren oder mit einem Patienten arbeiten. Und als die wieder entdeckt wurden, ging es in der Medizin viel besser. Also die Bibel ist logisch und die Sittengesetze sind logisch. Und ich glaube nicht, dass Gott sie je aufgehoben hat. Und wenn er es getan hat, hat Petrus nichts davon gewusst. Im Römerbrief schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1, ich bitte euch, ich flehe euch, Brüder, durch die Gnade Gottes, dass ihr euren Körper als ein lebendiges Opfer, heilig, annehmbar durch Gott, dass ihr das so macht, denn das ist euer reasonable service. Es ist logisch, dass ihr das macht. Kann man von euch erwarten, dass ihr das macht. Der Körper muss gesund sein, damit der Geist gesund sein kann. Und liebe Brüder, die neue Übersetzung, eine andere Übersetzung in der lebendigen Bibel sagt, und liebe Brüder, ich flehe euch, dass ihr euren Körper Gott gibt. Ein lebendiges Opfer, heilig. Die Sorte, welche er annehmen kann. Und wenn du denkst, was er für dich getan hat, ist es zu viel gefragt, dass du das für ihn tust? Das ist eine etwas andere Übersetzung, aber das ist der Sinn von diesem Text. Das Neue Testament sagt nicht, wir können tun, was wir wollen. Korintherbrief, fasse nicht das Unreine an und ich werde dich annehmen. Ich bin ein Vater für dich und ihr seid meine Kinder. Gut. Eine andere Geschichte in der Bibel, die wir vielleicht schnell nennen können, ist die Geschichte von Daniel. Jetzt, wir müssen diesen Sinn erstmal verstehen. Daniel und seine Freunde sind gefangen genommen worden durch Nebukadnezars Wehrmacht und dann war da ein Gewaltmarsch, wahrscheinlich in Ketten mit vielen Gefangenen, von Jerusalem nach Babylon. Ich glaube, als die Gefangenen da ankamen, waren sie fertig. Sie waren abgemagert, sie waren ausgelaucht, sie waren kaputt. Und dann unter diesen Umständen kommt Daniel auf den Hof des Königs und der Befehl wird gegeben, ihr müsst essen vom Tisch des Königs, denn der König will euch, die ihr aus dem Könighause kommt, von Israel, er möchte euch Königsmahlzeit geben. Jetzt in diesem abgehagerten Zustand sagt Daniel, gib uns 10 Tage Zeit, nur 10 Tage. Und wenn wir nicht besser aussehen mit vegetarischer Ernährung, Pause, dann werden wir das essen, was der König gegessen hat und uns vorsetzen will. Und die Bibel sagt, nach 10 Tagen hatten sie sich viel mehr erholt als die anderen Gefangenen, die auch diesen Gewaltmarsch mitgemacht hatten. 10 Tage nur und es ist tatsächlich so. Ich habe so viele Beweise, dass wenn Menschen sich vegetarisch ernähren,
dass sie viel, viel gesünder sind. Ihr wisst gar nicht, wie viele Menschen zu mir kommen. Ich gebe viele Vorträge bei vielen, vielen Instituten, bei Hospitälern, überall in der Welt. Und die Menschen kommen immer wieder und sagen, ich habe mich umgestellt und ich war sehr krank und heute sieht es anders aus. Ich war in Stuttgart vor ein paar Jahren, da kam eine alte Dame, 86 Jahre alt, und sagte, vor 4 Jahren warst du hier und hast einen Gesundheitsvortrag gegeben. Ich saß ganz hinten in einem Rollstuhl, hatte Arthritis, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe nur gewartet zu sterben. Und heute stehe ich hier vor dir, der Rollstuhl ist weg, meine Finger sind noch krumm, aber ich bewege sie wieder. Ich arbeite wieder in meinem eigenen Garten und mache wieder meinen eigenen Haushalt und kann sogar wieder stricken. Danke für den Tipp, dass ich meine Ernährung ändern müssen. Das Ursprüngliche ist immer das Beste. Die Bibel sagt, das ist Salomo, der sagt, wenn du dich setzt zu einem Herrscher an seinem Tisch, siehe, was du auf dem Tisch hast und tu dir das Messer an die Kehle, eher als du alle diese delikaten, knusprigen Dinger da verzehrst. Also dieser König hat auch gewusst, worum es geht. Und die Bibel möchte haben, und ich denke, Gott möchte haben, dass er ein Volk hat, das gesund lebt, ohne Fanatismus in Ernährung, dass es sich gesund ernährt und dass es geistlich hell ist, damit er die Fantastischkeiten seines Wortes verkündigen kann an die ganze Welt. Im Buch Jesaja steht geschrieben, Arise and shine, for your light has come. Steh auf, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht über dich hinweg. Und siehe, Dunkelheit ist über die Erde und tiefes Dunkel über die Völker. Aber der Herr ist über euch, er steigt auf über euch und seine Herrlichkeit ist über euch. Und die Heiden werden kommen zu diesem Licht. Es war damals so zur Zeit Israel. Sie kamen und sie sahen, was ist anders an diesem Volk? Wieso ist alles anders als bei uns? Und viele, viele haben den Gott der Bibel entdeckt, aufgrund von einfachen Dingen, Gesundheit, Ernährung, anderes Verhalten. Man braucht nicht immer die große Theologie. Das gute Beispiel ist oft gut genug. Und ich glaube, Gott hat eine Botschaft heute auch noch für uns. Wenn wir uns gut ernähren, dann werden wir also gesund sein und auch gutes Beispiel bringen können. Mose hat das erlaubt, was erlaubt wurde, weil eure Herzen hart waren. Es war nicht so von Anfang an. It was not this way from the beginning. Es war nicht so von Anfang an. Am Ende der Tage, sagt es in der Bibel, wird es passieren, dass Menschen noch immer Ochsen schlachten und Schafe schlachten und viel Fleisch und Wein trinken und sie werden sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber die Bibel sagt, ich werde eine Verantwortung von euch haben möchten für jedes Ding, was ihr auf Erden vernichtet habt und jedes Tier, welches ihr unnütz geschlachtet habt. Für diese Bosheit wird da keinen Atonement mehr für euch sein, kein Gutsprechen mehr für euch sein. Heiligt euch, wenn ihr in den Garten hineingehen wollt. Das heißt, in das himmlische Kanaan hinein. Und weg von den Idolen und von Schweinefleisch essen und Mäusen und anderen Ungeziefer. Denn Menschen, die das machen, werden nicht glücklich sein im Himmel am Ende. Aber das Interessante hier ist, dass wenn man sich vorbereitet für den Garten, das ist ja erst am Ende der Zeit hier, dann muss man etwas umstellen an der Ernährung. Menschen stellen sich nicht gerne um, sie essen irgendetwas. Menschen sind komisch.
Je gammeliger, je interessanter. Habt ihr das schon mal gemerkt? Zum Beispiel hier, wenn ihr mal, hier sind Sittengesetze allgemein, das ist in Irak und das ist der berühmte Darmbürger. Also hier wird der Darm aufgerollt, das ist alles Darm hier, könnt ihr sehen? Aufgerollt und schön gebraten und dann kommt es auf ein Brötchen und man hat einen Darmbürger. Buah. Naja, es wird gesagt, dass Salmonellen sehr häufig vorkommen und dass man, wenn man den Darmbürger genossen hat, recht lange auf dem Klo sitzen kann danach. Dann gebratene Köpfe, es ist so herrlich, die Zähne abzusaugen oder Schnecken in den Mund hineinzulegen. Der Mensch wird alles versuchen, um etwas zu tun, was nicht mit seiner Gesundheit übereinstimmt. Wieso nicht lieber raffinierte Nahrung? Wieso Vollwertnahrung? Der liebe Gott hat so viel da reingetan, ich möchte das gar nicht alles haben. Also drei Viertel weg, gib mir nur ein Drittel, damit es mir nicht mehr so gut geht, wie es mir gehen soll. Naja, ich denke, wir können uns umstellen. Ich habe euch, denke ich, früher mal die Geschichte erzählt von diesem jungen Mann hier. Könnt ihr sein Gesicht sehen? Mit dem habe ich nämlich, der wollte mich nicht in Ruhe lassen und hat gesagt, ich muss sein Huhn kaufen. Und er lief mir immer hinterher. Ich sagte, ich will sein Huhn nicht haben, aber er ließ mich nicht los. Und dann habe ich gedacht, jetzt gebe ich es dir aber. Wir haben fast, ich weiß nicht wie lange, eine halbe Stunde gehandelt um den Preis des Huhnes. Und als er endlich zufrieden war mit dem Preis, habe ich ihm gesagt, ich esse kein Huhn. Und dann fragte ich ihn, darf ich den Ausdruck, den du jetzt auf deinem Gesicht hast, mal bitte fotografieren? Aber nach diesem Bild hat es sich in ein Schmunzeln geändert und wir haben schön drüber gelacht. Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und für alle Zeit. Der gleiche Jesus, der die Welt geschaffen hat, der gleiche Jesus, der gesagt hat zu Mose, schreibt die Sittengesetze auf, die Gesetze um rein und unrein. Der gleiche Jesus lebt heute. Er hat sich nicht geändert. Die Sittengesetze haben sich nicht geändert. Wir sind gekauft mit einem Preis. Darum ehret Gott, gibt ihm die Herrlichkeit im Körper und im Geist. Leib und Geist müssen beide Gott verherrlichen. Wir können nicht eine einseitige Religion haben. Jesus hatte Mitleid mit vielen. Er heilte immer den Körper und dann den Geist. Das Gleiche heute. Eine gesunde Ernährung kann viel dazu beitragen, dass wir gesund leben. Geliebte, ich wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr prospert, dass es euch gut geht in der Welt. Wie? Dass ihr wächst, ja. Und dass ihr gesund seid und in eurer Seele wächst. Es ist ein biblisches Prinzip. Körper und Geist zusammen. Der Gedanke, dass man machen kann, was man will. Trinken und saufen und spritzen und was weiß ich. Und immer noch im Einklang mit dem Willen Gottes zu sein, der ist nicht biblisch. Der Heilige Geist, der möchte haben, dass wir uns ändern, denn wir sind nicht unser eigen, wir gehören dem Herrn. Wir sind gerettet. Es bin nicht mehr ich, der lebt, sondern Jesus Christus, der in mir lebt. Römerbrief, Kapitel 12. Ich flehe euch, Brüder, dass ihr euch fernhaltet von allem, was den Geist und den Körper verändern kann oder ihm Schlechtes tun kann. Was ihr also tut, was ihr isst und was ihr trinkt, was immer ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und ihr werdet sehen, der Gott dieser Erde und des ganzen Alls wird euch segnen, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Vielen Dank.